Ist Menuhin gerade im Knast? Freunde, Menuhin Fröhlichs Account sind ja aktuell überhaupt nicht zu finden, vielleicht sogar gelöscht. Und ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt mal, ob Menuhin gerade in diesem Moment im Knast sitzt oder nicht. Dazu erstmal die neueste Nachricht. Es kam nämlich jetzt raus, dass Menuhin vor ziemlich genau einem Jahr an der Tankstelle gehalten hatte, um Süßigkeiten zu kaufen. Dummerweise ist er dort mit dem Auto hingefahren, obwohl er keinen Führerschein hatte. Es gibt davon eine Aufnahme. Jetzt fragt man sich vielleicht, wer nimmt ihn denn auf oder wie kommt das dann raus? An der Nachbarzapfsäule stand ein Polizist in Zivil. Der war offenbar ein ziemlich krasser Fan von Menuhin und hatte nichts Besseres zu tun, als in seiner Kartei, einfach mal, obwohl er ja frei hatte, nachzugucken, ob Menuhin gerade Führerschein hat oder nicht. Und so kam raus, dass im März letzten Jahres Menuhin eigentlich bis September gar nicht hätte fahren dürfen. Das war nicht zum ersten Mal, denn 2016 bereits wurde eine Haftstrafe auf Bewährung ausgesetzt, weil er ohne Führerschein gefahren war. 2019 hat er sich mit seinem Auto auf dem Weg zur Tankstelle überschlagen. 1,13 Promille. Wie der Zufall will, hat er zu dem Zeitpunkt natürlich auch keinen Führerschein gehabt. So, nachdem er jetzt von diesem einen zivilen Polizisten im März letzten Jahres angezeigt worden ist, der erstmal nach Hessen für eine gerichtliche angeordnete Drogenentziehungskur. Da blieb er allerdings nur wenige Tage, weil er dann von Polizeibeamten festgenommen wurde, um in den Knast zu kommen. Und tatsächlich hat man ihn aus dieser Entzugsklinik geholt, weil er 2019 diesen Unfall hatte, ihn ohne Führerschein begangen hatte und dort noch auf Bewährung war wegen des Delikts aus 2016. Das heißt, die Bewährung wurde widerrufen. Menuhin wurde aus der Entzugsklinik nach nur wenigen Tagen abgeholt, um dann in den Knast gebracht zu werden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso hat das Ganze so lange gedauert, von 2019 bis 2023. Wer Menuhin Stories verfolgt hat, der weiß vielleicht, er hat mit Revisionen versucht, dagegen anzugehen. Letztlich ist er dann letztes Jahr in den Knast gekommen. Das Urteil lautete auf 1 Jahr und 2 Monate ohne Bewährung. Und trotzdem ist Menuhin mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Wir rechnen mal zurück. Letzter Juli bis heute ist bestimmt noch kein Jahr. So wird er wegen guter Führung wahrscheinlich wieder freigekommen sein. Dennoch hat er scheinbar im Moment keinen Bock auf seine Accounts. Das heißt, die Antwort auf die Frage, ob er im Knast ist, lautet aktuell eindeutig nein.